Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Waffenfuzzi. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir haben heute die Garmo MP9 hier am Start. Die möchte ich euch natürlich gerne vorstellen. Ich habe mir gedacht, ich kombiniere die ganze Geschichte mit den Fakten und Daten dieser Waffe, gehen kurz die Features durch und im Anschluss kommt dann gleich der Schusstest. Ich fange sofort mal an. Wir haben hier die MP9. Wir haben hier einen Klappschaft, den kann man hier hinten lösen, beziehungsweise ist arretiert hier. Die Verlängerung des Schaftes ist aus Kunststoff. Wir haben hier diverse Schienen auf der rechten Seite, Oberseite und Unterseite der Waffe. Wir haben einen gezogenen Lauf. Hier diesen Stift hier, um mit diesem Klappschaft zusammen zu klappen. Und haben auch hier schon gleich das Magazin. Das löst man, indem man es nach rechts schiebt. Hier haben wir diesen Stabmagazin mit dieser Trommel, wo sowohl Diabolo als auch Rundkugeln schießt. Auf der Vorder- und Rückseite aber bitte nicht vergessen oder nicht vergleichen mit dem Magazin von der 10x4 Storm. Das ist etwas kürzer und das passt hier nicht rein. Okay, so. Um das Ganze hier natürlich zu laden, ist hier diese Kunststoffkappe hier drauf gesetzt. Hier befindet sich dann dieses kleine Magazin für die CO2-Kartusche. Okay, so, die muss man später, ich zeige es dann später, wenn ich zum Schussvideo komme, dass man die etwas mit Schmackes einsetzen muss, sobald die Kapsel drin ist. Okay, so, der Kunststoff-Body bzw. hier die Außenverkleidung ist aus Kunststoff. Und ich komme jetzt mal nun zu den technischen Daten dieser CO2-Pistole. Das ist eine Blowback Semi-Automatik. Wir haben ein 8-Schuss-Trommelmagazin, das Ganze zweimal. Wir haben Double-Action-Funktion, wir haben eine Sicherung. Ja. So, dann kommen wir auf eine Länge von 532,7 mm. Ausgeklappt natürlich mit dem Klappschaft. Und ohne Klappschaft sind wir bei 303 mm, das sind ungefähr 30 cm. Okay, so, was haben wir noch? Wir haben 1,18 Kilo, ist die Waffe schwer, also hat schon ein schönes Gewicht soweit. Und das war es eigentlich zumindest hier zu diesen technischen Daten. Die Waffe ist natürlich frei ab 18 Jahren, führen in der Öffentlichkeit ist verboten, dazu öffentliche Schießstätten aufsuchen oder im privaten verwenden. Bitte nicht führen, ist verboten. Ja, so. Weitere CO2-Waffenzubehör findet ihr auf unserer Webseite www.waffenfuzzi.de. Ich komme jetzt zum Schusstest. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Waffe soweit schon mal vorgerichtet, beziehungsweise diesen Schießbock vorgerichtet. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu beschränken, damit das Video nicht allzu so lange dauert. Nochmal zur Funktion zurückzukommen. Der Hersteller gibt natürlich zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten an. Wenn wir hier nochmal die Verpackung uns zu Herzen nehmen, sagt der Hersteller, wir haben mit Stahlrundkugeln 134 Meter die Sekunde und Diabolos haben die 125 Meter die Sekunde. Das heißt, dass die Diabolos etwas langsamer sind. Das wollen wir jetzt natürlich mal gleich mal testen. Und ich zeige jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Wir machen hier erstmal das Magazin raus. Und lösen hier mit diesem kleinen Stift dieses kleine Metallteil, dieses kleine Magazin für die CO2-Kartusche. Setzen die natürlich hier ein. Das ist kein Hexenwerk. So. Da zischt auch nichts. Das ist der Vorteil hier, was ich hier beobachtet habe. Beim Reinsetzen müsst ihr aber jedoch aufpassen, dass es etwas kraftvoll reinsetzt. Weil sonst, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit lasst, dann strömt ihr das Gas raus. Okay, so. Ich habe jetzt mal Folgendes vor. Ich möchte eine Seite mit Diabolos füllen. Wir haben die Waffe schon natürlich getestet im Vorfeld und es ist tatsächlich so, dass die Stahlrundkugeln
etwas schneller sind oder etwas stärker sind von der Energie, von der Geschwindigkeit her. Das muss man natürlich jetzt hier auch nochmal zeigen. Ich habe immer so das Gefühl bei den starren Kugeln, dass die nicht richtig drin sitzen. So. Der letzte noch. Das vorletzte. So. Ich fange jetzt gleich mal an mit den Stahlrotkugeln. Ich setze das mal hier ein. Und spann die Waffen rein. So, Waffe ist eingespannt. Ich gebe jetzt noch die Parameter für die Geschosse ein. 0,345 gebe ich mal hier ein. 0,345 und Geschossdurchmesser von 4,5 mm. Gebe das Ganze noch in die Feinjustierung ein und habe hier jetzt natürlich einen Error. Das ändert sich jetzt gleich. 122,9 Meter die Sekunde, entsprechend 2,6 Meter. Quatsch, entsprechend 2,6 Joule. Entschuldigung. 122,2. 122 war das Maximum. Ich schaue mal, was die Energie gibt, wenn ich das Magazin gerade tausche. So, ich habe jetzt wie gesagt eine neue CO2-Kapsel eingefüllt, habe das Magazin gewechselt für unsere Diabolus. Wir hatten vorhin 123 Meter die Sekunde, entsprechend 2,6 Joule für Stahlrundkugeln. Habe jetzt eine neue Kapsel drin und habe jetzt die 4,5 Diabolus drin. Ich spanne jetzt die Waffe hier so weit ein. Und gebe dazu noch die Parameter hier in diesen Rechner rein. Muss man natürlich neu ändern. Das sind 0,470. mm bleibt bestehen und fang jetzt mal an. Also es stimmt tatsächlich, wir haben eine deutlich geringere Geschwindigkeit mit diesen Diabolus wie mit den Stahlrundkugeln. Mit dem Error, da müssen wir in der Zukunft schauen, wie wir das besser justiert bekommen, da wir im Freizeitbereich natürlich diese extremen Schwankungen haben, diese Feinjustierung von diesen 100% dieser Lichtschranken. Ist natürlich für ein High-End-Produkt diese Geschwindigkeitssoftware und ich hoffe, dass ihr das entschuldigt. Ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss mal das Schussbild von der MP9 von Garmo. So, Herrschaften, hier habt ihr das Schussbild von der MP9. Das ist jetzt inbegriffen mit den Stahlrundkugeln und Diabolus. Das ist ein tolles Schussbild, muss ich dazu sagen. Die Schussleistung ist super. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so vielversprechend, wie jetzt der Hersteller sagt. Wir sind einen kleinen Prozentsatz unterhalb der maximalen Energie, aber das ist ja bekanntlich soweit bei allen CO2-Pistolen oder CO2-Waffen der Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Macht's gut. Ciao.